Zurück. Blub. Jetzt habe ich nicht gelesen, was wir gefunden haben. Oh, die wollen ihre Miete nicht bezahlen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen Geld rankriegen, damit wir... Sie haben uns entdeckt, schade. Ich wollte so schön unentdeckt aufladen und dann schon ein paar ausschalten. Oh, richtig schön. Wie wir den erledigt haben. Was war das denn? Zack. Du willst dich mit einer Kanone mit uns anlegen? Kann man haben, ne? Voll ins Gesicht. Mit Schwert kann ich ja auch. Papp. Und der möchte es mit Magie haben, habe ich so das Gefühl. Huch. Der beschwört so einen kleinen miesen Viecher. Ich glaube, der wird so viele beschwören, bis wir ihn umgelegt haben. Weg hier, bevor der noch was Böses macht. Dich kriegen wir schon tot. Geht doch. Intelligent genug für Magie, aber nicht um die Hose richtig anzuziehen. Das ist denn Mode, die Hosen falsch rum anzuziehen. Oh, ein paar Fledermäuse erwischen wir. Sauber. Das gilt einem nämlich immer in diesen Erfolgen hoch. Eine Ruine. Nein. Ja. Na toll. Das ist ja der Hammer. Die Viecher sind gar nicht so doof. Jedenfalls bauen die hier ordentlich was auf. Also eine Strategie zu entwerfen, dafür muss man schon annähernd ein wenig Intelligenz besitzen. Aber was mir gerade auffällt, ist die Lautstärke. Daran muss ich, glaube ich, noch was machen. Man versteht Walter kaum und der Ton wirkt ziemlich laut. Ey, kannst du auch mal aufhören, mich zu hauen? Die Frage ist, wie sollen wir denn da rüberkommen? Nee, blockt er uns weg? So, pam, 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 pam. Und zack, das war's. So. Jetzt bin ich hier bei euch. Mussten kurz nachlassen und konnten das Schutzschild nicht aufrechterhalten, weil sie neue beschworen haben. Und zack, bin ich natürlich bei denen drin. Hey, das geht einem hier echt auf den Sack mit deren Beschwören. Und besonders die Großen hier. Mit den Rüstungen, das ist echt nervig. Und wir haben uns nur mit einem angelegt, Walter kämpft gegen zwei. So, dann haben wir das schon mal. So, euch jetzt noch.
und der schmeißt noch mehr auf uns. Ah, Walter Lee kümmert sich um zwei so eine kleinen Viecher, anstatt sich um mal so um so einen blöden Magier zu kümmern. So. Das war das. Den haben wir jetzt auch. Aber hier haben wir noch so einen Kasper. Hatten. Du hast immer noch einen von denen. Er hat uns Kämpfen beigebracht, aber wir müssen ihn retten hier. Mann. So. Wuch. Okay. Dann treten wir doch mal kurz in das Portal ein. War das so dramatisch, dass wir so viel geschafft haben? Ah. Okay. Also waren die wahrscheinlich bekannt. So, ach, sehen wir schick aus. Halt, zurück. Erstmal zurück. Was haben wir hier noch? Laute. Ja, Laute ist ja sowieso nicht so unser Instrument. Dann haben wir das. Also, was kommt jetzt als nächstes? Nee. Lernt, wie man richtig falsch. Wir wollen natürlich unser eigenes Imperium aufbauen. Also, was wollen wir mehr? Als ein eigenes Imperium zu beherrschen. Zauberflechtung. Erlernt wir Zauber durch das Tragen von zwei Handschuhen. Endlich können wir Zauber kombinieren. Das habe ich mir ja gerade eben erst gewünscht und gleich wird es erfüllt. Das ist ja richtig schön. Wirbel. Ja, dafür haben wir jetzt aber leider nicht genug. So, dann kehren wir erstmal zurück und ab von der Siegestraße wieder ins Gemäuer. Sagen wir Gemäuer, ja. In die Höhle der Verdammnis. Okay. Sehr, sehr genial. Ja. So, dann wollen wir doch mal. Das haben wir auch schon mitgekriegt. Obwohl, nehmen wir erstmal Schock und Eissturm. Das kennen wir beides noch nicht. Beziehungsweise das eine kennen wir schon, aber das andere noch nicht. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Glaube ich. Meine ich. Unterstützt mich doch mal. Ach, jetzt, ihr hättet mich auch mal dran erinnern können. Wir wollten ja nochmal in die Einstellung. Und zwar wollte ich die Sprache noch etwas verstellen. Wir sind alle verloren. Ja, das auf jeden Fall. Sound ein bisschen runter. Musik auch noch ein bisschen runter. Annehmen. So. Und darunter, also was hier wohl noch ist, das sieht hier stark nach einem Schatz aus. Hundi, wo? Da. Dann lasst uns graben. Er legt sich auf den Rücken, anstatt uns zu helfen. Was für ein fauler Hund. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Topas. Wir werden hier noch reich durchbuddeln. So. Pfandleier müssen wir mal aufsuchen. Ja, das stimmt. Haben wir hier noch was Nettes? Nee, ich wollte eigentlich andere Seite runter. Aber okay. Dann buddeln wir auch nochmal da. Guckt euch den faulen Hund an. Das ist der Hammer, oder?
ein bisschen Geld. Geld schadet nie. So. Naja, wenn wir nachher eine Rebellion anführen wollen. Ja, ich weiß, die weigern sich, die Miete zu bezahlen. Können wir es jetzt von hier aus regeln? Bringt uns ja eh nichts, wenn wir kein Geld haben, um das zu reparieren. Fällt mir gerade so ein. So. Wir müssen dringend einen Pfandleiher finden. Dann können wir nämlich ein bisschen Geld machen und das wäre echt edel. Aha. Noch einen Schlüssel gefunden. Das ist doch schön. Also, es lohnt sich wirklich, hier mal so ein bisschen nach rechts und links zu schauen. Das ist echt der Hammer, was wir jetzt schon alles gefunden haben. Ich glaube, wenn wir unsere ganzen Rubinen da verkaufen, oder wie die Dinger sich nennen, dann sind wir bestimmt eine Ecke reicher. Müssen wir doch gar nicht so viel backen. Erspart man sich einiges. Wenn ihr eine größere Herausforderung wollt, wechselt in den schwierigen Modus. Mhm. Wollen wir eine schwierige Herausforderung? Das ist hier die Frage. Man kann die Sonne fast riechen. Ich riech nichts. Das dunkle, fahle Sonne. Ja, das ist nur ungewohnt. Ich hoffe, die Leute, die wir suchen, sind noch hier. Warum sollen sie nicht? Bei dieser auch bei Dunkelheit einer der gefährlichsten. Armer Walter. Ja, man hat's gemerkt. Oh, danke. Oh, dass er uns immer so schmeicheln muss, das ist wirklich nicht nötig, Walter, nicht nötig. Schminke, toll, wir haben Schminke gefunden. Oh, noch was zum Graben. Juhu. Vielleicht ja was Tolles. Ich bin schon voll aufgeregt. Weil von Schminke, ne, davon können wir uns auch nicht ernähren. Schon wieder ein Topas. Ja. In irgendwelchen Städten. Ich schätze mal, hier wird es kein Pfandleier geben. Nur mal ganz grob angenommen. Da das hier so sehr weit außerhalb ist. Kommen wir nicht von da? Ja, ich glaube, wir kommen von da. Müssen wir hier hoch? Nö, wir müssen wohl... Okay, wir kommen doch nicht von da. Sehr verwirrend hier im Sumpf. Die Truhe hier... Und ich für Geld, also von daher. Hallo, ich habe gerade etwas Erstaunliches im Buch der Helden gefunden. Ihr könnt nicht nur eure Heldenwaffen verbessern, sondern überprüft die neue Waffe und erfahrt, wie man sie verbessern kann. Hätten wir ihn doch noch. Mach das nicht hier, ich habe gerade aufgeräumt. Oh, die ist aber schon ziemlich gut. Info. Mithilfe der neuesten Technologie. Ja, toll. Steht hier aber nicht drin. Ah, wir müssen Ziele erfüllen. 150 hohle Männer. Oder 150 Feinde bei Tageslicht. 200 Feinde mit einem starken Angriff. Okay. Aber die würde ich doch mal sagen, rüsten wir glatt aus, wa? Die haben wir ja selber gefunden, ne? Das ist ja was Besonderes. Hm. Oh, okay. Das hat was. Bleib sofort stehen! Seid ihr Männer oder hohle Männer? Seid ihr verblödet, Junge? Öffnet die Tore! Walter? Seid ihr das? Ja, allerdings. Lasst ihr uns jetzt herein oder nicht? Gut, ja, natürlich.
Unser alter Freund Walter, ein Altbekannter. Gesundheitstrank. Aber wir haben im Moment nicht Geld. Nicht viel Geld jedenfalls. Nein, ich wollte eigentlich dir was verkaufen. Ja, der will wohl nichts kaufen. Schade aber auch. Ja, das stimmt. So, gibt's ja auch irgendwer, der mit uns schnacken möchte? Der versucht ein bisschen zu spielen. Der arbeitet. Der trainiert. Hat er auch nötig. Die wollen irgendwie alle nicht so wirklich mit uns reden, dann lassen sie es eben. Ha? So. Ihr zwei wollt aber bestimmt mit uns reden. Ach guck mal, da ist der Glückspilz. Okay. Okay, gehen wir an den Mörser. Das wollte ich schon als kleines Kind immer. Ja,